Servus Leute und ein herzliches Hallo. Ja, erstmal Entschuldigung, dass am Karfreitag kein Video kam. Ja, ich habe kein Video gemacht. Es ist A, Karfreitag und B, ich hatte gar keinen Computer. Es war alles abgebaut. Ich hätte gar nicht schneiden können. Bestand das mal gar keine Möglichkeit, auch hochladen ging nicht. Ja, dafür jetzt dann am Dienstag wieder ein Video. Ja, und was machen wir heute? Ich habe es schon angekündigt gehabt, wir gehen mit dem KL300 und mit dem Steib einmal ein Futter für die Hühner holen. Ich weiß gar nicht, habe ich es geschrieben, habe ich es gesagt oder was. Da haben wir ausgemacht, ich kriege 500 Kilo Getreide noch vom Bekannten und das holen wir heute ab. Dafür hängt der Steib hinter meinem KL300, ja, damit er auch immer wieder zum Einsatz kommt. Außerdem ist er ein bisschen zugsteiger wie der KA15 und man kriegt keinen Sonnenbrand, weil der hat ein Dach drauf. Nee, so schlimm ist es nicht. Ja, ich habe heute schon ein bisschen was aufgeladen von dem ganzen Umziehen und Machen. Ist ja immer noch im vollen Gange. Altkleider und Kissen und Zeug, das kommt jetzt noch mit weg. Mein Futter hole ich dann gleich noch mit. Und die Big Bag Starter, die gehen wieder zurück an den Besitzer, weil die waren auch von dem, da war auch nur Saatgetreide drin. Ja, dann bin ich einmal noch gefragt worden in einem Video, ob ich einmal erklären kann, wofür die ganzen Hebel am KL300 eigentlich sind. Selbstverständlich, das können wir vor Abfahrt jetzt noch schnell machen. Und zwar, der KL300 hat hinterm Sitz diesen Hebel. Das ist die Differentialsperre. Hochziehen und hüben runterklappen, Differentialsperre. Ich hatte es ja auch zwischenzeitlich einmal hier. A für aus und E für ein. Original war sie hier gesessen bei dem. Der Hydraulikblock ist so, weiß der Teufel warum, keine Ahnung. Differentialsperre. Das ist mein Hydrauliksteuergerät. Hier kann ich Hydraulik senken und heben. Dann habe ich hier die Umstellhebel. Jetzt ist quasi der Mähwerksaushub ausgeschaltet und nur die Hydraulik hinten ein. Jetzt müsste ich lügen, welcher war. Das probiere ich immer aus. Auf jeden Fall vorne und hinten dann getauscht. Jetzt passiert hinten an der Heckhydraulik gar nichts mehr. Jetzt geht nur noch der Mähwerksaushub vorne. So funktioniert das. Zack, zack. Dann hier ist die Verstellung für den Mähbalken oder für den Mähbock unten. Da kannst du den Winkel verstellen. Ist auch mit dran. Dann gehen wir mal rum. Dann habe ich hier noch einen Fernlichtschalter verbaut. Fußtrittschalter für Fernlicht. Ja. Dann Einzelradbremse hier. Das ist jetzt quasi die linke Seite, drüben die rechte Seite. Kupplung ist ganz klar, brauche ich keinem erklären. Handbremse ist logisch, Gangschaltung ist logisch. Gangschaltung sieht beim KL300 so aus. Unterm Sitz der Hebel für die Zapfwelle, Kupplungspedal durchsaben, Hebel nach vorne, Zapfwelle ein, Hebel nach hinten, Zapfwelle aus. Dann hier drüben dieses Fußpedal hier, das und das, das ist die Untersetzung. Wenn ich den Hebel vorne habe, habe ich quasi den normalen Straßengang drin, sapp ich drauf, dann habe ich die Ackergänge und habe runtergeschaltet. Bremspedal ist auch klar, Abstellhebel ist auch klar. Wie gesagt, das zweite Bremspedal für die rechte Bremse außen und da ist noch das Gaspedal. Wie gesagt, die Bremse, die Betriebsbremse sitzt ja hier, die richtige. Betätigt dann den und den. Und wenn ich die einzeln sapp, passiert hier gar nichts. Also kann ich einzeln bremsen. Ja, das ist im Großen und Ganzen schon alles an Hebeln hier. Dann gibt es hier noch den Mähwerkshebel. Den zeige ich euch am besten, wenn ich drauf sitze. Und zudem gibt es noch eine Kleinigkeit zu ergänzen. Armaturenbrett ist ja auch ganz klar. Blinker links, Blinker rechts. Und da ist mein Handgas. Warnblinkschalter. Anlassschalter. Hubenknopf. Und hier drüben mein Zündschloss. So, und dann habe ich gesagt, habe ich ja hier den Mähwerk, das die Mähwerkseinschaltung. Und die funktioniert wie folgt. Ich kann, wenn das Mähwerk abgesenkt ist, diesen Hebel nach vorne bewegen.
Dazu müsste ich jetzt aber hier vorne erst einen Hebel betätigen. Diesen da. Dann sackt das Mähwerk nochmal ab, dann ist es frei, dann kann ich es mit der Hydraulik ablassen. Und dann kann ich hier diesen Hebel nach vorne geben. Dann ist mein Mähwerk eingeschaltet. Das kann ich von der Zapfwelle unabhängig schalten. Die läuft dann quasi nicht mit. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn du jetzt den Heuwender hinten dran hängen hättest und würdest mit dem Balken mähen. Kannst du den Heuwender zusammengeklappt hinten dran lassen, macht zwar kein Mensch, aber es wäre theoretisch möglich. Jetzt kann ich sie aktuell nicht betätigen. Das Mähwerk ist nicht abgesenkt, dann ist eine Sperre drin, eine Wiedereinschaltsperre. Dann lässt er sich nicht einschalten. Und diese Sperre, die funktioniert über einen Seilzug auch, wenn ich das Mähwerk voll aushebe, quasi hochklappe, dann schaltet es automatisch aus, um Beschädigungen zu unterdrücken, beziehungsweise dass gar keine Beschädigungen entstehen. Dann hupft der Hebel einfach nach hinten und das Mähwerk ist abgeschaltet vom Getriebe. Geht wunderbar. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt da mal was, jetzt holen wir das Futter.
noch ganz schnell ein bisschen Geld geholt. Ja, und was es dann gekostet hat, sage ich euch später. Ja, das Futter ist jetzt abgeladen, das Big Bag, und ich habe gesagt, ich sage euch später, was gekostet hat. Ich habe für die 500 Kilo Weizen an Fuffi gezahlt, also ein absoluter Toppreis. Vielen, vielen Dank an Johannes hier an dieser Stelle nochmal.
Hab mich richtig gefreut. Da haben meine Viecher jetzt ordentlich was zu fressen. Und bei dem Preis, da habe ich nichts verkehrt gemacht. Definitiv nicht. Ja, ich habe jetzt noch ein Futter dazu gekauft, weil meine ist noch nicht reif, mein Weizen. Wir haben jetzt April, also bis das kommt, das wird noch ein bisschen dauern. Und wenn kein Regen kommt, dann wird auch gar nichts kommen, so wie es ausschaut. Aber das Wichtigste war einfach wieder mit Futter zu haben. Normal habe ich immer für irgendjemanden was hergeholt, weil die eigenen Mengen. Wir hatten jetzt das letzte Mal Weizen vor 3 Jahren, glaube ich. Und die Mengen sind leer gewesen. Da habe ich mir Saatgetreide dann, was übrig war, noch mitgenommen. Und jetzt war halt nichts mehr da. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, für meine Viecher habe ich das Geld auf alle Fälle übrig. Und die haben jetzt was. Ja, warum ist eigentlich kein Karfreitagsvlog gekommen? Also wie gesagt, erstens Karfreitag, da passt es sowieso nicht, aber so streng, Leute, ich habe ja gesagt, bin ich nicht. Zweiteres, wo das Hauptproblem liegt, tja, das ist mein altes Schlafzimmer. Da schaut es ja noch recht normal aus. Ja, hier fehlt dann natürlich was. Und hier drüben schaut es richtig chaotisch aus. Und tja, das Eck, wenn man sieht, ja, kein Computer mehr. Deswegen kam kein Vlog. Ohne Computer kann ich nichts schneiden, ohne Schneiden kann ich nichts hochladen. Ohne Hochladen geht gar nichts. Also von daher, wie gesagt, kein Vlog. Aber so dramatisch ist das nicht. Dafür, ich bin jetzt am Überlegen, ich habe jetzt Samstagabend, vielleicht mache ich später noch einen Livestream. Muss ich mal gucken, ob ich es schaffe. Wenn, dann geht er aber nicht so lange, weil ich, wie gesagt, noch irgendwas machen muss. Aber so schaut es jetzt hier aktuell aus. Chaotisch. Mein Schlafzimmer ist jetzt schon oben. Das ist so weit auch eingerichtet. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Aber ist natürlich mit Arbeit verbunden, das Ganze. Ja, so viel dazu. Tja, Leute, das Wochenende ist soweit rum. Wir haben jetzt mittlerweile Ostermontag. Ja, schöne Ostern kann ich euch nicht mehr wünschen, das ist rum. Ja, am Samstag habe ich mal Getreide geholt und jetzt die letzten 2 Tage habe ich Vollgas gegeben hier oben in der Wohnung. Ja, viel siehst du natürlich nicht. Es ist massiv Arbeit. Aber es wird. Ja, warum rede ich so leise? Es ist mittlerweile nachts um 11 Uhr und ich will niemanden aufwecken. Ich habe morgen noch einen Tag Urlaub am Dienstag. Meine anderen müssen aber alle arbeiten und aufwecken will ich keinen. Ja, was ist heute dann noch passiert? Der wichtigste Teil vom Umzug oder der schlimmste Teil. Mein Aquarium ist oben. Das war wirklich. Da war Arbeit dahinter. Aber es steht da. Wurde befüllt. Alles frisch, alles sauber. Perfekt. Ja, die Vitrine da hinten, das wird mein Bücherschrank. Ich habe einige Bücher über Schleppe und und. Das kommt da rein. Obendrauf mein alten Radio. Hier vorne meine Stehleuchte. Vorhänge sind alle dran. Schaut von außen einfach ein wenig besser aus mit Vorhängen als ohne. Ja, der Raum ist natürlich noch lange nicht fertig. Die ganzen Vitrinen hier, die gehören noch ausgewaschen. Da gehören noch die Scheiben von den Schränken geputzt. Dann muss mein ganzes Zeug noch neu. Das Chaos muss noch beseitigt werden. Straffer Zeitplan. Eigentlich habe ich gedacht, in der Osterfeiertage schaffe ich das komplett. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir mittlerweile Ostermontag. Morgen habe ich noch frei am Dienstag. Am Mittwoch wieder arbeiten. Ich wollte am Mittwoch die Wohnung so weit haben, dass man hier innen wieder normal wohnen kann. Puh, für morgen harter Zeitplan. Deswegen, wie gesagt, mit Video im Moment alles ein bisschen schlecht. Man möchte hier irgendwie auch fertig werden. Deswegen denkt euch nichts dabei, wenn da mal irgendwie was nicht kommt oder so. Keine Angst, das wird wieder besser. Gut, hier schaut es auf alle Fälle schon mal wieder soweit ordentlich aus. Ja, Katzenklo habe ich jetzt einfach mal ein paar mehr aufgestellt. Wegen die drei türkisch fahren Katzen hier. Die bleiben in dieser Wohnung mit. War nochmal meine Mutter ihre. Die hat sie aber nicht mit aufgenommen. Und jetzt sind sie halt bei mir hier unten. Ja. Puh. Sofa geputzt und Vorhänge gewaschen.
Schränke eingeräumt, mein schönes englisches Geschirr. Das Aquarium dann. Der Rest ergibt sich von allein. Mein Schlafzimmer ist soweit fertig. Der ein oder andere hat es im Livestream schon gesehen. Und wer es nicht gesehen hat, schaut doch mal rein. Ich habe ihn hochgeladen. Da könnt ihr es euch angucken. Ist öffentlich gestellt. Und ja, ansonsten. Es wird langsam. Eine richtige Roomtour machen wir auf alle Fälle mal. Also einen Rundgang durch die Wohnung, wenn die Wohnung endgültig fertig ist. Aber da ist noch ein bisschen Zeit hin. Es geht nicht von heute auf morgen, schön wär's. Ist halt Arbeit dahinter. Aber es kann noch besser werden. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt dann eine wunderschöne Woche. Vielleicht bis zum Freitag. Schauen wir mal, ob es was wird. Und schauen wir mal, wie weit wir dann sind. Ich wünsche euch auf alle Fälle was. Servus, bis die Tage.